Hallo und herzlich willkommen, Boys und Girls, auf meinem geilen motherfucking Kanal, Leute. Bevor die sich wieder losgehen, wollt ihr euch einfach mal daran erinnern, dass ihr jetzt gefälligst ein Abo und ein verfickten Like da lassen könnt. Sonst. Kilian? Halt dein Maul! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Halt dein Maul! Ja, Freunde, nach diesem komischen, recht behinderten, unnötigen Intro, keine Ahnung, was das war auf jeden Fall, muss ich nochmal kurz anmerken, dass, Leute, es ist gerade Samstag, der 9.7. und ihr habt lange nichts mehr von mir gehört und deswegen erstens habe ich einen Opel-Plan, den seht ihr übrigens auf meinem Kanal, Banner so ein bisschen klein oben rechts, donnerstags und sonntags, die Uhrzeit steht da auch, falls ihr euch irgendwie interessieren, tut, interessiert sowas so keinen. Und die zweite Sache, die ich jetzt ansprechen muss, ist, dass es 15.29 Uhr ist und ich gerade erst aufgestanden bin und dachte so, warum nicht gleich was aufnehmen, funktioniert bestimmt super, deine Stimme ist richtig on fleek, gerade aufgestanden, tut. Und ja, Deutsch läuft schon wieder so wie immer. Aber ihr wisst ja, ihr wisst, Leute, meine Videos haben Niveau von einer. Ja. Auf jeden Fall, Freunde, seht ihr jetzt schon im Titel Real Life Hype oder so oder irgendwie sowas ähnliches. Und zwar hat mir im Stream, Grüße raus an Trizzy und alle anderen, die donated haben, hat man mir eine Facecam donated sozusagen, in Anführungszeichen. Und ja, Leute, ihr müsst es nicht in meinem Stream oder unter meine Videos schreiben. Natürlich kommen sie, aber ich möchte nochmal, bevor ich überhaupt irgendeinen Facecam-Reveal mache, tun, wird mein Face-Reveal etwas krasseres sein. Und zwar mein 2000 Abonnenten-Special wird es hoffentlich sein, weil das dauert echt hardcore lange. Denn ich habe mir, wie gesagt, eine Kamera gekauft, das ist endlich mein ganzes Geld rausgegeben. Mein Gott, ich bin so behindert. Und auf jeden Fall wird es hoffentlich richtig heftig, so wie ich mir das vorstelle, auch wenn ich absolut nicht rappen kann. Und wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, dann kriegt mal auch unten auf Twitter vorbei und folgt mir perfekte Scheiße nochmal. Ansonsten wünsche ich euch keinen schönen Tag, weil das waren das 1 Minute und 40 Sekunden. Ich bin so ein Bastard. Oh. Leute. Warte. Ich schalte mal einen Gang runter jetzt. Ja, also Leute, die meisten von euch haben auf Twitter schon gesehen, übrigens noch einen Grund, vielleicht wollt ihr mir da ja folgen und ich meine, ja, okay, Schleichwerbung ist jetzt mal kurz zu Ende, und zwar habe ich den Apokalypto-Clan verlassen, die meisten denken sich jetzt so, was, Ruin verlassen zum Apo zu gehen und jetzt aus Apo raus, du bist so dumm, ey, und ja, ich mache hier kein richtiges Video draus, habe ich auch auf Twitter gepostet, aber ich sag's halt jetzt nochmal für die, die meine Videos klicken, weil sie mich sehen wollen, also jetzt kein Clickbait von wegen, warum kein Apokalypto-Clan, weil das habe ich ja schon mal Ruin gemacht und, meine Gott, ich habe irgendwas im Mund, ja. Kennt ihr das, wenn die Rotze irgendwie so im Hals ist? Naja, egal. Auf jeden Fall nur als kleinen Grund nochmal, damit ihr Bescheid wisst. Man hat mich halt mit gewissen Sachen reingeholt in Apokalypto, die sehr vielversprechend waren. Und ich bin ein sehr gutgläubiger Mensch und das ist halt nicht passiert. Und habe ich ja Pech gehabt, Leute. Menschen sind halt manchmal dumm und das ist nur YouTube. Ich meine, das ist ja nicht mein Leben, aber es ist halt doof gelaufen. Und ansonsten bin ich jetzt hier, ich bin wieder raus aus Apo. Ich bin jetzt richtig für meinen Channel da und das freut mich auf jeden Fall. Also falls euch das interessiert hat, hier ist die Antwort. Und ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie ausführlich war, aber das war auch das Letzte, was ich dazu sagen werde. Ansonsten geht nochmal richtig heftiges Shoutout an ein paar Leute aus dem Apokalypto-Clan, die mich im Nachhinein angeschrieben haben, mit denen ich fast nichts zu tun hatte, und mir einfach geschrieben haben, dass ich wieder, keine Ahnung, Ruin gehen soll, bla bla bla, und dass die mich übelst feiern und ich viel mehr verdient habe und so. Leute, ich finde das mega heftig und einfach mal, bitte, keine Ahnung, ich kann nicht mehr was dazu sagen oder so. Ein fettes öffentliches Dank geht nochmal an euch raus, weil das, ich habe das nicht erwartet. Jetzt mal ohne Wissen, man geht bei anderen Kleinen raus und wird dann sozusagen gehatet und bei euch ist es einfach so, ihr seid einfach mega korrekt und das ist doch immer noch das, was Apokalypto auszeichnet. Sie haben mal diese Persönlichkeit. Auf YouTube sind sie tot und generell beim Zocken sind sie auch tot, aber sie haben halt immer noch so ein richtig korrekt die Persönlichkeit, die meisten. Da gibt es nur noch andere, die natürlich abends irgendwie zu Hause sind und ihren komischen Dürüm und ihr Essen schneiden. Oder was auch immer, die halt eventuell noch ein bisschen abgehoben sind von früher, kann man das so sagen. Aber keine Grüße geht an euch raus, weil ihr wisst, wen ich meine. Ansonsten haut da rein. Ich laber absolut Bullshit. Das ist noch gar nicht zu Ende, das Video. Was mache ich hier eigentlich? Leute, es ist morgens um... Was für morgens, es ist mittags 15.41 Uhr, auf jeden Fall wollte ich noch was zu meinem Upload-Zeiten sagen. Heute ist ein reines, informatives Scheißvideo wieder von mir, und zwar, Leute, Uploads sind Sonntag um 12 Uhr und Donnerstag um 16 Uhr, Leute. Das müsst ihr euch mal geben, weil Donnerstag kommt jetzt eine richtig gute Folge wieder Epic Moments und ich werde in Zukunft wieder ein bisschen live zocken und für euch ein bisschen lustige Szenen herausschneiden. Ansonsten wünsche ich euch echt einen heftig schönen Tag noch. Ohne Witz, die meisten sagen immer so, och, Digga, das sagst du nur so. Nein, ich bin so einer, ich wünsche euch echt einen mega schönen Tag und ich wünsche allen einen schönen Tag. Leute, die mich haten, die mich disliken, die mich deabonnieren, die aus dem Real Life kommen, die ich nicht mag. Echt, Leute, ich wünsche euch allen einen schönen Tag und schaut beim letzten Video vorbei. Rein und Peace.